Hallo Karrierefreunde, heute geht es zum vorletzten Mal um den Mercedes SLS hier. Im letzten Video hatten wir ja die Frankenslot-Hinterachsteile eingebaut und getestet. Und in diesem Video geht es rein um die Vorderachse. Im Moment ist auf dem SLS hier noch die Vorderachse aufgebaut. Und diese Vorderachse hat auch die Original-Vorderreifen noch drauf. Die wurden nicht geschliffen. Also ich bin die ganzen vorangegangenen Tests mit ungeschliffenen Originalreifen vorne gefahren. Und ich war jetzt vorhin, bevor ich das Video begonnen habe, 50 Runden auf der Bahn, um den Staub erstmal wieder runterzukriegen. Danach werde ich jetzt mit der Vorderachse und einfach so, wie er jetzt ist, eben Stand Ende letztes Video zum SLS, auf die Bahn gehen, 100 Runden fahren und schauen, wo wir aktuell stehen. Und dann bauen wir die Vorderachse ein. Ich gehe im Detail darauf ein, wie das Ganze funktioniert. Und dann testen wir natürlich die Vorderachse und vergleichen das mit dem Status Quo. Der Hinterachse und der Original-Vorderachse waren jetzt im 7-2er-Bereich, also es war immer wieder möglich, eine 7-2 zu fahren. Das Ganze heißt jetzt natürlich, dass mit der Vorderachse die 7-1 auf die Zeitnahme kommen muss. Wir versuchen das Ganze, bauen wir mal die Achse ein und dann gehen wir nochmal auf die Bahn. Zuerst müssen wir natürlich wieder Karosserie vom Fahrwerk trennen, dazu die vier Schrauben herausnehmen. Wenn das passiert ist, dann könnt ihr einfach die Karosserie vom Fahrwerk abziehen. Die Vorderachse ist wesentlich einfacher auszubauen als die Hinterachse. Wir müssen jetzt zunächst diese beiden Schrauben lösen und können dann die Vorderachse abnehmen. Ich habe jetzt die Vorderachse ausgebaut, Fahrtrichtung ist hier nach links im Bild. Die Schrauben stecken noch drin, hat auch einen Grund, weil es gibt jetzt eine Sache zu beachten. Dieser Plastikträger hier, der die Achse hält, den kann man einfach abziehen von den Buchsen. Und wichtig ist, dass man darauf achtet, dass hier, ihr seht, das ist nicht symmetrisch hier. Wenn ich hier mal die Linie ziehe mit meinem Schraubendreher, geht der Halter weiter nach oben als nach unten. Das heißt, ich muss darauf achten, den so wieder einzubauen, dass die höhere Seite nach oben steht. Ich kann natürlich auch den Achshalter später verkehrt rum einbauen, so. Dann bewirke ich, dass ich das Auto vorne höher lege und im Prinzip dann ja, einen Traktor baue, aber keinen Rennwagen. Also es ist nicht richtig und falsch, es ist beides möglich, aber wir wollen natürlich unseren Rennwagen so tief wie es nur geht kriegen. Und deswegen baue ich den Achshalter dann wieder so ein, wie es war. Also höheres Teil soll nach oben zeigen. Ihr könnt es euch auch einfach machen und lasst einfach die Schrauben drin, dann kann man es erst gar nicht verwechseln. Einfach zur Seite legen, mit der Schraube drin und dann um die Achse kümmern und später wieder mit Achshalter und Schrauben einbauen. Ich habe die Frankenslot-Achse mal zusammengeschraubt, sodass man die gleiche Spurbreite erhält wie bei der Originalachse. Man sieht ja schon mit dem bloßen Auge sozusagen die große Unterschiede zwischen den beiden Achsen. Das eine ist natürlich die Reifenbreite. Die ist hier beim Frankenslot-Reifen viel schmaler und wesentlicher Unterschied ist dann hier noch die Lagerung der Achse. Wir haben bei der Originalachse Bronzelager oder Gleitlager und bei der Frankenslot-Achse haben wir hier sehr gute Kugellager. Machen wir noch einen Gewichtsvergleich. Hier zuerst die Carrera Original Vorderachse. Wir sind bei 16,8 Gramm. Und die Frankenslot-Achse mit allen Bauteilen, also auch Kugellager und Distanzhülsen, 17,9. Bedeutet, wir haben 1 Gramm Unterschied. Die Frankenslot-Vorderachse ist um 1 Gramm schwerer als die Original-Carrera-Achse. Damit die Kugellager hier nicht auf der Achse rutschen können oder beziehungsweise die ganze Achse dann in den Lagern nach links und rechts rutscht, sind hier zwischen Kugellager und Felge Distanzhülsen aufgezogen und ich kann natürlich ein Spiel herstellen auf der Vorderachse, indem ich dann den Abstand zwischen Lager und Felge etwas erhöhe, aber das mache ich dann im zusammengebauten Zustand.
Die Reifenbreite ist uns natürlich als erstes ins Auge gefallen, aber das ist noch nicht alles in Bezug auf die Reifen. Die Reifen von Frankenslott, die haben einen sehr starken Sturz eingeschliffen. Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad das sind, aber man sieht mit dem bloßen Auge schon, dass hier die Außenkante sehr viel höher ist als die Innenkante. Also wenn ich den Reifen rollen lasse, dann wird er im Kreis rollen und nicht gerade auf den Sturz. Bei der Vorderachse ist es ja so, dass wir einen Sturz natürlich gerne haben, allerdings nicht wie auf der Hinterachse einen negativen Sturz, sondern einen positiven Sturz. Das bedeutet, dass die Außenkante höher ist als die Innenkante. Warum macht man das? Das erkläre ich in einem anderen Video. Die Vorderreifen habe ich nur auf die Alufelge aufgezogen, die halten bombenfest, also sie sind nicht verklebt und ich habe die auch jetzt nicht nachbehandelt, sondern die sind mit dem Sturz ausgeliefert, haben wenig Grip vorne und sind eigentlich so ideal, rein optisch schon mal. Also es sieht richtig gut aus, deswegen erwarte ich auch viel schnellere Zeiten jetzt noch. Also ich baue es zusammen, immer dran denken, Achsträger, höhere Seite nach oben. Dann aufstecken und in das Fahrzeug, ins Fahrwerk vorne wieder rein. Plastikteil zeigt nach vorne, also in Fahrtrichtung. Und jetzt muss ich nur noch die zwei Schrauben reinlegen. Hier wieder auf die Schraubenlänge achten. Die Schrauben für vorne sind länger als die Karosserieschrauben. Deswegen nicht verwechseln das Ganze und vorne die längeren Schrauben wieder reinsetzen. Beim Einbauen der Vorderachse ist darauf zu achten, dass durch das Anziehen dieser beiden Schrauben, die jetzt hier noch nicht eingesteckt habe, darf sich dieser Achsträger nicht verwinden. Wenn sich dieser Achsträger irgendwie verwindet durch das Aufschrauben, wird die Achse hier nicht mehr leichtgängig sein. Und um das Ganze zu überprüfen, ziehe ich erstmal die Felgen nach außen. Und durch diese Maßnahme habe ich hier ein extremes Spiel. So will ich natürlich nicht fahren. Ich will das jetzt nur haben, um zu prüfen, dass die Leichtgängigkeit erhalten bleibt. Also wenn ich das Auto schräg stelle, rutscht die Achse durch nach links und rechts. Und so soll es dann auch bleiben, wenn die beiden Schrauben drin sind. So, ihr seht, ich habe die beiden Schrauben reingesteckt. Ich habe immer noch mein Spiel und ziehe jetzt ganz leicht die erste Schraube mal an. Und die zweite auch. Und diese Leichtgängigkeit muss erhalten bleiben. Sollte dies nicht der Fall sein, dann müsst ihr nacharbeiten und die Buchsen überprüfen, ob die gleich hoch stehen und die Ebenen, die Flächen, die Auflagefläche des Achsträgers und des Fahrwerks planschleifen. Aber hier sieht es jetzt gut aus, so lasse ich es auch. Also wenn ich schüttel, merke ich auch, dass die Achse durchrutscht. Hier ist kein Widerstand zu spüren. Alles gut. Jetzt kann ich das Spiel wieder rausnehmen an der Vorderachse. Ich setze einfach die Felge wieder nach innen. Und jetzt, wir haben ja Kugellager hier drin. Das heißt, ich kann eigentlich auf ein Spiel verzichten. Ich mache es immer so, dass ich ein minimales Spiel hier noch auf der Achse habe beim Fahren. Und ja, ist Geschmackssache. Probiert es einfach mal aus, das Ganze. Und Hauptsache ist jetzt erstmal, dass die Achse so leichtgängig funktioniert, kann noch einen Tropfen Öl jetzt hin tun und zurück auf die Bahn gehen. Mit der Frankenslott-Achse bin ich 150 Runden gefahren. Grund war, dass ich auf den ersten 90 Runden langsamer war. Das hatte den Grund, dass ich ein Problem in der Zusatzeinspeisung auf meiner Bahn hatte. Hier hat sich ein Kabel gelöst. Nachdem dieses Kabel repariert war, kam ich dann auch auf die Zeiten, die ich erwartet habe. Ihr seht es hier in blau. Das ist die schnellste Rundenzeit mit der Originalachse 7,238 und gleich rechts daneben in Runde 143. Die schnellste Zeit eine 7,120. Diese Zeit wurde mit der Frankenslott-Achse erzielt. Das heißt, wenn man jetzt mal hochrechnet auf 100 Runden, ein Zehntel schneller sind 10 Sekunden, ist über eine Runde, eineinhalb Runden grob Vorsprung, die die Achse ausmacht im Vergleich zur Originalachse. Dieses Testergebnis ist jetzt bei mir auf der Bahn so. Wenn ihr diesen Test durchführt, kann es sein, dass eure Abweichungen vielleicht viel größer ist, vielleicht aber auch noch minimaler. Es liegt einfach daran, wie gut der Zustand der Originalachse ist. Bei mir war der Zustand sehr gut. Die Achse war schon im Originalzustand sehr leichtgängig, deswegen auch ein relativ kleiner
Unterschied zwischen den beiden Achsen, wobei ein Zehntel eigentlich auch nicht so klein ist, wenn man es immer auf die Renndistanz hochrechnet. So, ich hoffe, euch hat das Video was gebracht, ihr konntet was mitnehmen. Ich werde in der Richtung weitermachen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Roland von slotblog.de.